Hubschrauber. Der fliegt richtig schnell, Alter. Ja. So, Vehicle Parts. Kabel. Bye. Okay, ich kann zwei Stück jetzt erstmal kaufen. Das reicht auch erstmal. Dann repariere ich erstmal die schlimmsten. Und dann gucke ich mal. Ich habe, glaube ich, gar nicht die ganzen Prozentzahlen angeguckt. Oder hast du mir die gerade gesagt? Alle ziemlich beschädigt. Ja, ne? Wie viel waren das? 5. Ja. Ich kann dir auch noch ein Gold geben. Also nee, ich hab genug Gold. Ich drück immer Tab, Alter. Ja, wir müssen eh noch Engine und so kaufen und Räder für mein Auto. Ja, ja. Warte mal. Ich hab hier noch jetzt einzelne Silber in der Tasche. Ich kaufe mal Engine für mein Auto. Jetzt kann ich noch einreifen, dann baue ich die erstmal an, damit ich wieder Platz hab. N10OZ Silber, ja super. Ach, das E-Tool wollten wir uns auch noch kaufen. Oder habe ich das schon gekauft? Ich glaube, das hast du schon gekauft. Okay. Ich guck gleich nochmal, aber ich glaube schon. Kann schon sein. So. Geh. Ja, habe ich schon. Ich habe noch einen Toolbeltplatz frei. War cool, dass man das auch reparieren kann, wenn es locked ist, ne? Ja. So. Nummer 1. Also lass mal einen Reifen über, oder? Oder? Ne, mehrere. Ja. Wir kaufen mehrere noch. Ich pack die dann ins Auto rein. Wir brauchen bestimmt ein paar Reifen für dein Auto. Ja. So, das Wheel noch. Wir müssen mal wieder zum Safe, ey. Da sind noch voll viele Waffen drin. Jo, stimmt. Du weißt ja noch, wo der Safe ist, ne? Jo, ich hab ihn auch auf der Karte markiert. So, ich brauche jetzt noch zwei Reifen. Lohnt sich Engine schon bei 15%? Nee, ne? Lohnt sich nicht. Ne. Ach, ich drücke immer Escape, Alter. Ich hätte eben gerade fast drei Engines gekauft. Das Auto wackelt bei mir volle Kanne. Nur mir ist es... Jetzt steht's wieder still. So. Geh. Jetzt muss ich noch einmal, Wir hätten hier auch irgendein Auto demontieren können, ne? Hast du noch einzelnes Silber? Nee, kann man nicht. Doch. Habe ich schon versucht. Warte mal. Ich probier's jetzt noch mal aus. Doch, hier können wir die Autos. Ah, ich trau mich nicht so ein SUV. Ich glaube, die gehören dem Admin. Ich mach die Dinger hier. Kleine hier. Jetzt wackelt das Auto wieder bei mir. Sieht aus wie so ein Lowrider, das Auto. Gerade. Erfolgreich so demontiert. Ja, hab ich gesehen. Dann bau mal zwei Reifen ab und bau die mal bei mir ran. Ich mach alle ab. Ja, wir dürfen hier sowieso nicht stehen, ey. Was bilden die sich eigentlich ein? Denken wohl, der Server gehört denen. Und dann, pass auf, dann sind es die Admin-Autos. Na, werden wir gebannt. Hoffentlich wird das nicht gelockt, Alter, wer die abgebaut hat. Brauchen wir jetzt noch irgendwas? Überleg jetzt, wir sind gerade in der Handel-City. Hast du noch was zu essen? Obwohl, ich hab noch genug. Ich hab noch 4 Dosen Essen. Ich hab noch 2 Bloodbags. Muni habe ich noch. Jeweils ein Magazin Muni habe ich eigentlich nur. Ist ein bisschen wenig, oder? 3 Reifen habe ich, hä? Huh? Nice. Ich hab 6-mal Bandage. Also wir haben jetzt noch 30 Silber dabei und 8 Gold. Oder hab ich das ATV wackelt bei mir jetzt unheimlich ohne Reifen. Ach, ich weiß wieder, was wir noch wollten. Wir wollten noch eine Crowbar für mich. Stimmt. Weil ich keine hatte. Was kostet die? Ja, wir können auch... Warte mal, was da Sledgehammer-Head kaufen und so. Eine Busladung ist irgendwo kaputt gegangen. Hier, eigentlich schon fast in der Nähe. Das andere mit den Snipern ist auch in der Nähe, aber da traue ich mich nicht hin mit den Sniper. Da würde ich niemals hingehen. Nee. Die sind übel gut. Was hattest du gesagt? Was brauchen wir? Sledgehammer-Zeug. Ach ja. Aber kann man nicht kaufen, scheiße. Ah, du mal finden. Was kostet die Crowbar? 1 Silber. Okay. Ah, scheiße. Hast du noch ein einzelnes Silber? Nein, ich hab nur 10 OZ. Ja, ich auch. Dann muss ich eins schmelzen. Oder können wir noch was verkaufen für ein Silber?
Was bringt denn der Kompass? Ne, den Kompass will ich behalten. Aber ich glaube, ich habe eine Uhr, ne? Ja, ich habe eine Uhr. Was bringt denn die? Ich habe keinen Bock jetzt noch extra. Dann habe ich schon wieder 8 Silber übrig oder so. Ne, 9 sogar. Toolbelt-Items. Gucken wir mal. Flashlight braucht man eigentlich auch nicht, oder? Aber das bringt nicht viel. Nö. Eine Watch bringt. 1 Silber. Perfekt. Da habe ich jetzt noch einen Platz frei. Da hinten ist ein Zombie, der kriecht die ganze Zeit. Aber so im Kreis. Na, jetzt geht er nochmal weiter. Na super. Achso, Night Vision, was kosten die? Night Vision kostet 2 Gold. Die kann ich mir auch noch kaufen für die Zuschauer. 2 Gold willst du dafür geben? Für die Zuschauer, hallo? Willst du für die Zuschauer nicht 2 Gold ausgeben? Die brauchen doch nichts sehen. Nee, ne? Wir nehmen das nur für uns auf. Klaus. Ich hab vergessen, dass ich das Gold rausholen muss. Ich schäme meinen Rucksack. Rucksack, Rucksack, da. Wir haben 8 Gold, Alter. Was ist denn los? Hast du gerade Schüsse gehört? Nein. Ja, da ist jemand rausgeflogen, weil der Ping zu hoch war. Ha. Immer gucke ich zu dir. Hm? Night Vision Goggles. 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 Unser Truck ist voller Lowrider, Alter. Der hüpft die ganze Zeit. Bei mir hängt der noch halb in der Erde. Und N. Oh mein Gott, ist das hell. Ich sehe. Hallo. Ah doch, jetzt passe ich mich langsam an. Hi! Wie das aussieht, ey, wie ein Cyborg. Kann ich mich selbst angucken? Jo, so einigermaßen. So, auf geht's. Ich bin fertig. Schließ das Ding hier auf. Fährst du? Ja, ich muss noch kurz was in die Ausrüstung reinpacken. Ah ja, warte mal. Lass mich mal ein bisschen Gold reinpacken da. Wie viel passt noch? Oh, da passt noch genug rein. Lol. Alter, hör mal auf! Bin fertig. Ah ne, das dann. Was machen wir mit der... Kann man die Frag Grenade hier nicht verkaufen? Die kann man nicht verkaufen, nein. Beim Military Händler, da könnten wir hin irgendwann mal. Packst du mal ins Auto. Ich hab 3050 Humanity immer noch. Oh, jetzt habe ich dich angeguckt und bin aus dem Gear rausgeflogen. Egal. Ja, die Wheels sind immer noch orange. Hast du nicht alles repariert, oder was? Doch, alle Reifen repariert. Ne, du hast doch die letzten beiden repariert. Oder nicht? Nein, warte. Ich dachte, du hast es abgebaut und repariert. Ach stimmt, wir wollten ja für dich auch noch welche mitnehmen, ne? Ja, aber das ist noch ziemlich heftig. Ja, dann reparier die mal mit deinen Reifen, ich hol neue. Das hab ich jetzt natürlich falsch verstanden. Nein, warte. Das ach, ist ja Blödsinn, ich hab ja auch das Silber. Ne, wir brauchen noch für dein Auto noch welche. Überleg mal, ich habe da jetzt die orangen Reifen, habe ich schon alle repariert. Und trotzdem ist noch orange. Ich hole mir jetzt noch ein 10 OZ raus. Und dann kaufe ich... Ah, so ist schon besser, hm? 2 Reifen kann ich davon kaufen mit ein 10 OZ. Das müsste reichen, oder? Wie viele Reifen hast du noch? 2 sind noch drin. Dann hole ich jetzt noch 2, dann haben wir 4. Das reicht, denke ich mal. Na, das sieht jetzt doch schon viel besser aus als eben gerade. Ja, nur dein Auto ist halt... Dafür brauchen wir halt auch noch was, ne? Ich glaube, Fuel Parts brauchen wir auch noch, aber ich bin mir nicht sicher. Da können wir vorsichtig da mitnehmen. Da kann man ja nichts mit falsch machen, eigentlich. Wir sollten Dings mitnehmen, Kanister, oder haben wir die ja? Entweder habe ich eine in der Tasche oder im Auto ist einer. Oder im Safe. Ich glaube, im Safe ist der... Ja, im Safe sind 2. Ja, dann sind die da drinne. Was wollte ich jetzt? Vehicle Parts. Was kostet denn Engine Parts? Ne, Engine Parts haben wir. Fuel Tank Parts wolltest du, ne? Na, nicht unbedingt. Guck nur mal, wie viel 8, das kostet. 8 Silber. Nein, dann lass es. Aber dann kaufe ich jetzt 2 Reifen noch. Ja. Zwei Reifen. Oh, mein Kabel hier schrammt die ganze Zeit an meinem Pullover und das ist voll laut, wenn man das Headset auf hat. Ich habe gestern gemerkt, dass ich unbedingt wieder eine kabellose Maus brauche, ne?
Ich kann nicht mit Maus und Kabel spielen. Immer wenn ich irgendwo hängen bleibe, dreht sich meine Maus wie verrückt. Ja, ich hasse das auch voll. So, ich bin drin. Wir wollen jetzt nach Gorka. Nach Gorka. Ich hoffe mal, das passt mit der Night Vision, aber das ist eigentlich ganz gut. Man kann alles sehen. Schieß nur NPCs. Oh ja, das wäre richtig gut. Aber vor allem bei Gorka ist ja noch ein NPC, der einen snipen, der kein Sniper ist. Ach ja. Ich hoffe, der sieht uns nicht. Hoffentlich ist der da nicht immer. Wobei bei dem einen, wie heißt das? Wo wir waren, wo dieser eine Typ immer war mit seiner Winchester, der war ja immer da. Den habe ich ja einmal gekillt und beim nächsten Mal war er wieder da. Dann könnten wir sogar ein Problem kriegen. Ja. War es überhaupt ein Sniper? Ich weiß es nicht, also das hat sich so voll angehört wie ein Sniper, aber der hatte doch Dings. Nee, der hatte keine Sniper, ne? Der hatte. Ja, der hatte eine andere Waffe. Was war das nochmal? Wie heißt die? M4A3 oder? M4A1. Ich glaube, die hat er gehabt. Hab ich die nicht sogar jetzt? Ich glaube ja. Ja klar, die habe ich mir genommen, CCO. M4A1 CCO, also quasi schon ein Sniper. Kann schon damit snipern. Ja. Das war richtig entspannt, wenn du fährst und wolltest machen. Schon der Sack. Ich muss da gerade ausgucken. Ich guck die ganze Zeit um, ob da irgendwas ist, ey. Ach ja, das sollte ich mal lieber machen mit meinen Night Vision, ne? Das sieht, glaube ich, ein bisschen besser als. Ja. Hier ist nichts. Ist auch nichts, Tobi. Ich sehe ganz weit und breit nichts, ganz und breit nichts. Das musst du mir eigentlich nicht sagen. Und weißt du, was da ist? Nichts. Nichts. Okay. Da habe ich was gesehen, weißt du was? Nichts. Nichts. Doch, ich sehe eigentlich ganz viel. Nichts. Doch, Bäume. Wollen wir die mitnehmen? Ja, komm. Ja, wir wollen ja eh anfangen, Base zu bauen. Ja, oder? Die musst du aber umfahren, die Bäume nicht. Vor allem die ganz großen. Dann haben wir alles umsonst repariert. Ja. Boah, weißt du, wie ätzend das jetzt wäre, wenn ein Schrauber kommt und alles wieder wegballert? Und dann vielleicht sogar noch mehr wegballert als vorher. Dann riss ich aus. Also. Ich auch. Das vor allem, der wollte doch einfach nicht weg, ey. Nee, ne? Der hat sich in Ruhe gelassen. Wir sind so von weit Rock gefahren. Bis Gorka, ey. Vielleicht kannst du auf der Map zeigen, für die Leute, die die Map vielleicht nicht kennen. Rock ist hier irgendwo unten. Vor allem, wir sind da gerade erst hergekommen, jetzt sind wir einfach so da wieder hingelandet. Denn. Ja. Wo war denn das nochmal? Das war unten rechts, über Kamishovo. Ja, hier bin ich ungefähr. Ich glaube, das sieht man nur, wenn man näher ranzoomt, kann sein. Wollen wir hier stehen bleiben? Ich sehe nichts, ich habe die Karte offen. Stehen bleiben? Ach, sind wir schon da? Ja, ungefähr einen Kilometer davor. Alter, wo waren jetzt Rock nochmal? Aber ich glaube, das war hier so ungefähr. Das ist 110, 112. Ach, lol. Oh, ich muss essen und trinken. Scheiße. Ah ja, da steht's ja. Rock. Das hier ist Rock. Das Schloss Rock. Und Gorka ist irgendwo weiter oben. Da. Und hier so wurden wir abgeschossen. Von Rock aus ungefähr bis hier hat er uns verfolgt. Ja. Hier genau an der Stelle, wo ich jetzt gerade mit meinem Fadenkreuz bin, an der Kreuzung hier, da ist die Tankstelle. Hier wurden wir abgeschossen. Hier stand mein Auto. Mit einem Reifen fehlend. Ich konnte nicht mehr fahren, bin ausgestiegen und bin dann hier in die Tankstelle reingerannt. So, jetzt habe ich den Leuten auch mal gezeigt. Get out. Und soll ich abschließen? Warte, muss noch Sachen rausholen. Die Reifen hast du, ne? Ja, hast du im Auto. Zuschließen. Okay. So. Wo bist du? Ich muss gucken, wo du lang rennst. Hinter dem Auto. Ja. Sollen wir mit X laufen oder mit C? Mit X ist mir lieber. Ja, ne? Ich sehe hinten schon einen Zombie. Sicher ist sicher.
Merkt ihr auch, wo das Auto steht, ne? Nicht, dass wir es nachher wieder suchen. Ich weiß es ja. Du warst bestimmt letztens fast an der Stelle, wo das Auto stand und hast es nicht gesehen. Wo ich in der Serie auf dich gewartet habe. Ja, deins, das war richtig. Ich dachte, wir sind ausgestiegen und haben dann direkt hierher gezählt, aber wir sind wirklich noch so weit gegangen. Wir sind aber gerannt. Wir sind hier so wie wir.